Sodlem, moin moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel, und zwar Stone Deep. Was ist Stone Deep? Passt wunderbar zum Kanal, ist natürlich wieder ein City Builder mit Zwergen, wie man schon unschwer erkennen kann. Wir machen einfach mal ein neues Spiel direkt und gucken uns das Ganze an. Ist am 12. Juli auf Steam erschienen. Wem es gefällt, der kann es sich holen für 10,79 Euro. So, lasst uns lernen, wie man sich bewegt. Man sieht es schon hier, es ist so Platt-Drauf-Sicht, ja, wir müssen halt unter die Erde buddeln und uns da eine Zwergenkolonie aufbauen und natürlich auch verteidigen. Wir werden ja auch angegriffen. Also als erstes sollst du lernen, wie man sich bewegt. Benutze das Mausrad, um ein- und raus zu zoomen. Haben wir. Rechte Maustaste und bewege die Maus, um sich zu bewegen. Auch gut. WASD kann man auch. Klicke auf den Knopf für das Hauptgebäude. Klick. Okay. Wo ist er denn? Ja. Auf den Knopf für das Hauptgebäude. Platziere das Hauptgebäude auf die Oberfläche des Berges. Alles klar. Okay. Das heißt, hier ist das Hauptgebäude. So, und das Main Building, ja, das können wir jetzt hinsetzen, wo wir wollen. Da ist zum Beispiel schon eine kleine Quelle. Jetzt die Frage, wo setzen wir das hin? Überall Quellen. Also ich finde das recht schick gemacht, muss ich sagen. Hab's eben durch Zufall gefunden, dachte ich mir so, ja, dann testen wir das mal. Hier sind Höhlen. Gleich hier so oben drauf. Machen das jetzt mal ganz fies hier so oben drauf. Tada! Bin mal gespannt, was das gibt, ja. Baue 4 Leiter nach unten in den Boden. Klicke auf das Leitersymbol, links klick und zieh, wo du deine Leitern haben möchtest. Zwerge können nicht durch Steinblöcke buddeln. In Klammern grau, okay. Ah, das sind die hier, oder was? Das ist natürlich kacke. Ich denke mal, hier unten wird das weniger. Toll, ich glaube, da habe ich wieder genau das Richtige genommen, ne? Okay, hier ist die Leiter. Gebildete Main Building, great, let's get started. Hier sind die Leitern. Okay, wo können wir die denn jetzt hier ansetzen? Wir gehen mal was näher ran. Von wo? 1, 2, 3, 4. So, können jetzt hier rumbuddeln. Man sieht das hier, die Zwerge, die hüpfen hier alle rum. Die wollen später natürlich auch wieder sowas haben wie, wie Bier und all so ein Zeug, ne? Baue eine Taverne, um deine Zwerge mit Bier zu versorgen. Da sehen wir es schon. Übrigens, mich erinnert das so ein bisschen, ich weiß nicht, wer es von früher kennt, Wiggles, ja, war auch so ein Spiel, wer das kennt, ja. Auch genial. Klicke auf den Einwohnerknopf, klicke auf das Bild der Taverne. 2. Such nach einem Platz, wo du die bauen kannst und klicke noch einmal. Also, es ist wirklich selbsterklärend, ja. Also, Werkzeuge, Digging, Leitern, Wrecking Ball, die Hälfte ist Deutsch, die Hälfte ist Englisch, wunderbar. Heißt, wir haben doch noch gar keine Residence. Kann ich jetzt hier irgendwie... Da ist Einwohner. Okay, Haus, Taverne. So, wo könnten wir die denn jetzt bauen hier? So, nein. Warum dürfen wir die denn hier nicht bauen? Er erzählt mir doch. Muss ich die oberhalb bauen? Nö. Die dürfen wir hier noch nirgendwo bauen, oder was? Oder müssen wir das erst... Ich glaube, wir müssen das erst freilegen hier, ne? Kann das sein? Machen wir so. Oh, jetzt klettern die nämlich hier runter und machen das frei. Die Zwergos. Als wenn das halten würde, das Haus würde schon einkrachen. Ehrloser Schuppen, alles klar. So, jetzt haben wir hier Platz für die Taverne. Jawohl, 2 hätten aber auch gereicht. Bingo. Baue 4 Häuser, damit deine Zwerge einen Platz zum Leben haben. Du weißt jetzt, wie man baut. Bau ein paar Häuser. Okay. Merkt direkt, was hier los ist, ne? Wie geil ist das denn? Das gefällt mir jetzt schon, muss ich sagen. So, wie groß sind denn die Häuser? Häuser sind klein, das heißt, wir könnten hier eins lassen wir frei, ne? Da dürfen wir nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, die meckern wieder rum, ich weiß. Lass mal gucken, dann müssten wir hier so wegmachen. Muss der mindestens eine lassen. Ach, müssten wir ein bisschen runter. Müssten wir die Leiter bis hier runterziehen. So. Bis hier müssten die Leitern. Ein Haus kann man hier hin machen. Okay. Dann gucken wir mal. Was ist hier? Alles schon so Steine. Okay. Ich glaube, ich mache die ganzen Soundeffekte noch ein bisschen leiser dann. Weil das ist doch extrem laut. 1, 2, 3. Das würde zum Beispiel genau hier hinpassen. Ist das hier? Frauzwerg? Der erste weibliche Zwerg, den ich jemals sehe.
Das siehst du ja immer nur Kerle. Aber okay. Stimmt schon. Ich kenne keinen weiblichen Zwerg. Warum eigentlich? Warum? Schön, wie sie hier rumbuddeln. Was gibt es sonst noch? Eine Forschungseinrichtung, eine Zimmerei, ehrloser Schuppen, Leuchtfeuer, Schneiderei. Das Ganze, habe ich noch vergessen zu sagen, ist Early Access. Das heißt, es können hier durchaus noch Bugs auftauchen und so weiter. Und es kommt natürlich immer wieder Patches und Neues dazu. 1, 2, 3. Ausgezeichnet. Gratulation, du hast das Tutorial beendet. Nun bist du auf dich gestellt. Wir haben ein paar Aufgaben zusammengestellt, welche du abschließen solltest, damit du einen guten Start hast. Erstens, du kannst die Aufgaben auf der rechten Seite des Bildschirms finden. Damit du einen guten Start hast, solltest du diese erledigen. Okay. Pilzfarm gebaut. 0 von 1. Wo ist deine Pilzfarm? Produktion. Österreich, Wohlfarm, Mushroomfarm. Hier. Okay, die ist auch nicht gerade klein. Würde die hier reinpassen? Würde. Jetzt ist da wieder ein doofer Stein, ey. Kann man hier irgendwie. Könnte man die hier hinsetzen? Wir probieren das mal aus. Wenn ich die hier hinsetze. Ja. Dann müsste man die drei hier wegmachen und die zwei. Ich habe keine Ahnung, ob die dann hier so abbiegen. Wir werden das gleich sehen. Mal gucken. Ob die das machen oder ob die jetzt sagen, das geht nicht. Empty. Click to add dwarf. Gibt es denn hier irgendein bereit zur Fortpflanzung in. Was? Bereit zur Fortpflanzung? 19 Tage alt. Elvira, die Königin, siehst du? Königin der Zwerge, okay. I, Eberhard. Ach, wir haben schon Kinder hier. Mhm. Kind mit Bart, alles klar. Sort by Job. Unbekannte Fähigkeit, du musst etwas erforschen, um die Fähigkeit zu sehen. Okay. Dann müssen erstmal einfach so Leute hier arbeiten. Ja. Ja. Dann geht der hier rein. Und der. Bitteschön. Ach, guck mal, die haben das echt gemacht. Dann machen wir jetzt hier eine Pilzfarm hin. Bitteschön. Das ist natürlich gut. Das ist gut. So, Häuser haben wir 3 von 7. Guck, hier oben rennen die Kinder rum. Das sieht aus, ey. Aber gut, hätte ich das vorher gewusst, weil hier, guck mal, hier ist zum Beispiel alles frei. Da ist alles frei. Hier ist viel frei. Hätten wir besser hier irgendwo gebaut. So runter und dann hätten wir das hier schön bauen können. Guck mal, wie tief das geht hier. Alter Falter. Da unten ist Ende. Uhu. Herrlose Schuppen gebaut. Brauchen wir auch noch. Na, gucken, wo wir hier sind. Hier. Hier ist natürlich, ne? Alles klar. So, warten wir mal, bis die Pilzfarm gebaut ist. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Wunderbar, wunderbar. Jetzt gehen die echt immer einmal hämmern und dann sind sie wieder weg, oder was? Bist du dumm, oder wie? Bist du dumm? Unglaublich. Unglaublich, aber okay. So, wieder einmal hämmern, jawohl. Hier brauchen wir natürlich auch Arbeiter. Auch jetzt Cliffhorn. Das ist hämmerlich, die prügeln sich in der Taverne. Der Wirt, hier haben wir den Pilzfarmer, okay. So, wir brauchen aber immer noch Häuser. Das heißt, wir können hier schon mal wieder ein bisschen weiter bauen. 1, 2, 3. Dann hätten wir die Häuser, eine Brauerei, eine Honigmühle und einen ehrlosen Schuppen. Wo ist denn der ehrlose Schuppen? Den hatten wir hier vorne, ne? Leuchtfeuer, da ist der ehrlose Schuppen. Der ist auch ganz klein. Dann setzen wir den direkt hier neben. So, dass wir mal am Anfang alle Anfangsgebäude hier haben. Und gucken, was los ist, wie das Ganze abläuft hier. Ja. Och, nicht da! Nein, was habe ich getan? Was ist jetzt? Warum ist das so lila? Sonne geht unter, oder was? Das war natürlich dumm, ne? Nicht nachgedacht. Jetzt kommt da keiner mehr dran. Oder? Hörst du das? Das ist echt voll die Schlägerei da. Gut, wo ist der ehrlose Schuppen? Setz ihn hier hin. Können wir vielleicht irgendwo alles? Dekoration, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer, was bringt das? Braucht man, um Blöcke
unter der Oberfläche zu beleuchten. Leuchtfeuer brauchen Ehrlose, damit sie wieder mit Holz angezündet werden können. Benutzt Leuchtfeuer, um zu verhindern, dass Monster im Dunkeln erscheint. Aha! Aha! Das heißt, wir müssen hier überall immer Leuchtfeuer hinsetzen, zum Beispiel. Da geht's auch nicht weiter. Dann setzen wir jetzt mal ein Leuchtfeuer hier hin. So, das heißt aber auch direkt, wir müssten hier noch einen weitermachen. So. Bin ich mal gespannt. Das hier ist jetzt natürlich doof, der kommt da gar nicht mehr hin. Wie machen wir denn das jetzt? Können wir hier vielleicht so eine Leiter bauen? So, machen wir das mal so. Mal gucken, ob die dann da hingehen. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das für ein Dixie-Klo? Kubi ist jetzt ein Ehrloser hier. Bitteschön. Mal gucken. Uff, so, gehen jetzt hier noch arbeiten? Ich hoffe es doch. Ach, Gott sei Dank. Oder halt darunter. Na dann. Dann ist es ja kein Problem. Können wir hier noch so ein bisschen weitermachen. So, da können wir noch was hinsetzen. Gucken wir mal, wie viel der hier bewirtschaftet. Wir können hier schon mal wieder Häuser bauen. Wir brauchen ja noch drei. Eins, zwei, drei. Die sind aber schon nicht mehr in der... Nicht mehr in der Reichweite der Taverne, ne? Das ist doof. Das ist echt doof. Aber kriegen wir schon hin. Es gibt bestimmt irgendwas zum Forschen, dass wir hier diese Steine wegmachen können. Weil das nervt mich schon. Das ist bestimmt hier der Dunst. Er baut hier Pilz an, okay. Bis dahin macht er das. Gut. Die müssen gebaut werden. Eine Brauerei und Honigmühle. Produktion. Das ist eine Schmiede, das ist eine Zimmerei. Mushroomfahrten, da ist die Brauerei. Honigmühle. Die ist jetzt auch nicht wirklich groß. Die könnten wir hier nebensetzen. Die Brauerei. Geht das so? Das müsste so gehen. Machen wir die drei noch weg. Dann können wir hier wieder ein Leuchtfeuer zwischensetzen. 26.000 Piepen haben wir noch. Ich hoffe nur, dass nicht dieses Leuchtfeuer einen eigenen hier braucht, sondern dass der mehrere gleichzeitig halt bewirtschaftet. Nennen wir es mal so. Machen wir hier. Produced in the ore mine needs to build and repair buildings. Ah, Erz, okay. Steine. Honig haben wir noch keinen. Pilz haben wir. Eine Schlägerei hier. Enderline Coal Eater. Aha. Was haben wir hier? Lebenspunkte, Mana, Durst, Energie, Zufriedenheit. Was hat der hier? Zufriedenheit auch nicht. Angriffsreichweite, Angriffsreichweite, Taschengröße. Okay. Weiß nicht, warum unsere Königin immer hier oben vor der Bar rumlungert. Kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Aber okay. Okidoki. So, das ist weg. Das heißt, hier könnten wir jetzt mit der Produktion... was war das? Was wollten wir da hin machen? Eine Brauerei, ne? Genau, so. Bam. Bitteschön. Die muss da hin. Ist das hier? Die sind nur alle grün. Genau, das leuchtet. Das leuchtet. Schön. Spannst du deine Pilze an? Ach, die sind auch bei den Häusern dran, ne? Können wir das eigentlich irgendwo ein bisschen schneller stellen gerade mal? Spring, Jahr 0, Tag 1. Sieht auch süß aus hier. Dwarf-Info. Brauchen wir jetzt nicht. Haben wir hier. Mates One Bro was born. Father Hans One Bro. Wurde erwachsen. Oder wachsen. The main building. Great. Let's get started. Okay. Nice. Komm, bau den Scheiß hier noch. Da, mittendrin ist doch schneller machen. Siehst du? Das sieht eindeutig verkehrt aus. Okay, Häuser fertig. Jetzt bitte hier hinten noch das Zeug. So, dass wir alle Gebäude, die wir brauchen, am Anfang haben. Jetzt die Pilze am Einsammeln. Das waren schon 95 Pilze. Da wachsen neue.
Okay, die ist fertig. Muss aber schon auch wieder wegen reintun, siehst du? So. Und so. Wie gesagt, da wir noch keine Ahnung haben, wer was gut kann, ja, stopfen wir einfach irgendwen da rein. Was haben wir hier? Empty. Königin macht das jetzt. Nee, hier. So. War natürlich nur ein Problem. Der braucht hier Wasser. Warum? Oder funktioniert der? Nein, der braucht Wasser. Woher kriegen wir jetzt Wasser? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Wasser, Aquädukt, nicht erforscht. Okay, siehst du. Forge, Baracken, Forschungseinrichtung. Könnten wir hier hinsetzen. Braucht bestimmt auch wieder Wasser. Wo ist denn Wasser? Nirgendwo hier. Da unten. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben gut angefangen. Voll daneben. Voll daneben. Pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal die Leiter hier so weiter. Gucken, bis wohin die geht. Bis hierhin. Dann ist nämlich Ende. Dann haben wir hier die Linie. Dann könnten wir das hier so runter machen. Bis wohin? Sagen wir mal bis hierhin. So. Dann können wir hier so einen Gang reinmachen. Machen wir den mal 3 hoch. So. Dass wir da rüberkommen. Ich mag sowas ja eigentlich überhaupt nicht. Ich will das immer kompakt zusammen haben, aber wenn das hier nicht anders geht, dann ist das halt so. Produce the honey mill, need for the brewery to produce brew. Okay. Produce brew, ne? Wolle haben wir auch noch keine. Jetzt sind sie hier dran. Dann gehen sie da runter. Okay. Brauchen natürlich erstmal ein bisschen Pause hier, ne? Aber ansonsten, finde ich, ist das Spiel auch ganz schick, oder? Schreib mir mal in die Kommentare, was du davon hältst. Ich finde es voll knuffig und süß. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, ja, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, wenn wir eine Forschungseinrichtung bauen. Euer Ede.